Hi ihr Lieben, in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man Happy Birthday am Akkordeon wirklich von ganz, ganz easy begleiten und spielen kann, bis zu abgefahreneren Variationen im Stil von fünfgängigen Walzern. Beginnen wir mit unserer linken Hand. Happy Birthday ist traditionell ein Walzer, das heißt, wir haben einen Basston und zwei Nachschläge. Dann verwenden wir hier folgendes Harmonieschema. Ich denke das immer zweitaktig, weil dann kann ich ganz gut die Bässe zusammenfassen. Am Anfang gehe ich von G-Dur einen Knopf nach oben auf D. Für die nächsten zwei Takte gehe ich von D-Dur wieder zurück auf G. Diese Bewegung wiederhole ich in meinem dritten Paket. Also ich gehe von G-Dur auf C. Und am Ende habe ich eine Gruppe, die ein kleines bisschen variiert. Nämlich springe ich da schon auf die 3. 1, 2, 3. Einmal eine Reihe hoch und dann wieder zurück. Nochmal diese dritte, angedeutet G. Und dann diesen Schluss dran. Mit Kommentar, langsam zum Mitspielen, nochmal diese Pakete. G nach D, D nach G, G nach C, G, D, G. G nach D. D nach G, G nach C, G, D. Schon zu dieser Begleitung könnt ihr jetzt eine kleine Geburtstagscrowd singen und ihr könntet am Akkordeon prima diese Begleitung spielen. Die Sänger wollen in der Regel auch immer einen Startton und den findet ihr auf eurer Tastatur, indem ihr den Daumen hier zwischen die zwei schwarzen Tasten legt. Wir haben Dreiergruppen von schwarzen und Zweiergruppen. In die Mitte von der Zweiergruppe. Und wir haben schon das zum Einstimmen. Weil ich nicht singen kann, mache ich es lieber am Akkordeon für euch vor. Wir haben eine Fünf-Finger-Position, in der ich hier starte. Daumen haben wir schon gefunden. Und die fünf Finger legen wir jetzt alle, jeweils ein Finger pro Taste auf die Tastatur. Der dritte Finger bekommt diese schwarze Taste, die hier am nächsten dran liegt. Und schon kann es losgehen. Diese Melodie ist immer aufgebaut in einer Pendelbewegung und dann einer melodischen Ergänzung abwärts. Erst kommt die Pendelbewegung und dann wechselt ihr auf die zwei nächstnäheren Finger, 4 und 3. Wiederholung davon und pendelt dann mit 5 und 4. So, danach geht die Melodie nach oben und ihr könnt euch jetzt an eurem kleinen Finger orientieren. Hier muss der Finger jetzt wieder genau auf dieselbe Position zwischen diese zwei schwarzen Tasten. Schaut da am Anfang vielleicht mal hin und versucht dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit dieser Abstand ist, dass ihr den möglichst ohne auf die Tastatur zu schauen trefft. Tipp dafür: Bewegt nicht euren fünften Finger alleine, sondern ihr haltet diese Hand hier in Fünf-Finger-Position und ihr schiebt die vier oberen Finger in diese Position weiter, sodass ihr hier auch merkt, ihr eckt an der oberen von diesen schwarzen Tasten an und habt von da an die vier Finger wieder in Fünf-Finger-Position. Sobald ihr den oberen gespielt habt, kommt der Daumen nämlich auch nach und ihr rastet in diese neue Fünf-Finger-Position ein. Und jetzt spielt ihr einen Gabelgriff, sage ich mal, dass ihr 1, 3 und 5, diese Gabel, nacheinander abrollt. Um die Melodie nach unten zu vervollständigen, bleiben wir mit dem Daumen zunächst in dieser Position, legen den Zeigefinger drüber und springen dann mit dem Daumen runter auf die nächste weiße Taste. Die oberen Finger könnt ihr immer noch kontakthaltend hier auf den weißen Tasten drauf lassen. Und danach schiebe ich meine Hand wieder aufwärts, dass ich vom Zeigefinger aus gedacht alles wieder in eine Fünf-Finger-Position sortiere.
diese Melodie vervollständigen kann. Aufwärts. 5-4. Und mit 2-3 nochmal so eine Wechselnote, wie wir es am Anfang von unserer Melodie gespielt haben. Mit Kommentar einmal Happy Birthday langsam. Wechselnote. Melodie. Wechselnote. Melodie hoch. Jetzt Sprung. Und Fingerposition. Untersetzen. Finger hoch. Wechselnote. Jawohl. Und dann wollen wir das doch mal zusammenfügen. Trainiert erst die linke Hand, dann die rechte Hand alleine und versucht es am Ende zusammenzufügen. Ihr könnt links auch erstmal nur Doppelgriffe spielen. Und diese Melodie dazu choralartig begleiten. Glückwunsch! Mit Walzerbegleitung hört sich das Ganze so an. Wenn ihr mir auf die Finger schaut, dann seht ihr da dabei, dass ich immer schon bevor ich eine Taste drücke, meine Finger sortiert habe, in die nächste Position geschoben habe und dadurch ganz viel Treffsicherheit habe, dass die Finger wirklich nicht daneben gehen können, sondern immer fixiert in ihren Positionen sind. Es braucht am Anfang ein bisschen Übung, bis man diese Positionen findet, halten kann und dann die Finger so unabhängig voneinander bewegt. Aber so seid ihr schon auf dem besten Weg, um bald Happy Birthday als Ständchen spielen zu können. Als nächstes möchte ich euch einen Ausblick geben, wo wir mit Happy Birthday am Akkordeon noch hingehen können. Und jetzt wird es schon ein kleines bisschen kniffliger. Der erste Stil wäre dieser einfache Walzer. Charakteristisch habt ihr da auch immer so ein kleines bisschen Swing-Feeling drin, dass die Auftakte nicht so genagelt klassisch sind, sondern eben mit so einem Swing. Hier. Als nächstes möchte ich dieses 4 mal rausnehmen und dadurch wird die Melodie gleich ein kleines bisschen leierartiger. Mein zweiter Stil ist der Leierwalzer. Ich starte hier jetzt auch nicht mehr mit dem Daumen. Das wird ein kleines bisschen komplexer, weil ich eine Unterstimme dazu nehmen möchte. Nämlich bewege ich hier jetzt meinen Daumen in langen Noten auf und ab und der Leierwalzer klingt im Zusammenhang so mit Unterstimme. Ein kleines bisschen Jahrmarktsmusik, könnt ihr Leier natürlich auch schneller drehen. Hier am Ende, wenn ihr die Doppelgriffe mitspielen wollt, dann halte ich einen gleichförmigen Abstand, der mit dem Daumen 1 weiter gespreizt ist als diese 5-Finger-Position. Wenn ihr es ganz gebunden spielen wollt, dann könnt ihr dafür Fingersätze verwenden. Dafür brauchen wir dann auf jeden Fall aber schon Noten. Die bekommt ihr bei amusico.de auch im Download. Dritter Stil. Der Schweizer Ländler. Auch im Dreivierteltakt. Ich spiele euch den Ländler einmal vor und dann erzähle ich euch ein bisschen, was ich hier gemacht habe. Wir sind also jetzt in der oberen Lage, deswegen musste ich die Melodie manchmal abwärts führen, statt wie erwartet aufwärts. Und ich halte jetzt nicht nur eine Unterstimme, sondern die Unterstimme macht diese Bewegung charakteristisch in diesem Abstand von der Terz mit einer Taste dazwischen oder auch charakteristisch in diesem Griff mit dem abgespreizten Daumen mit. Musik.
Zu diesem Ländler kann ich nicht nur das Thema spielen, sondern ich habe auch eine kleine Variation für euch, typisch in diesem Ländlerstil. Der Schweizer Ländler. Schauen wir nach Frankreich zum Vals Musette, wird das Ganze schon ein kleines bisschen virtuoser. Ihr könnt gerne den Walzer Marie, das Schenke einen eigenen Walzer-Tutorial nochmal anschauen. Da habe ich nämlich ganz viele Techniken und Upgrades, die ich hier jetzt wiederverwende. Ich möchte da nicht so im Detail in diesem Video drauf eingehen. So klingt diese Walzer in Manier eines Vals Musette. Da passiert ziemlich viel, gehen wir einen Schnelldurchlauf noch durch und ansonsten findet ihr es wieder in euren Noten. Ich habe Tonrepetition und punktierte Auftakte, die das Ganze gleich viel französisch stolzer machen. Dann verwende ich oftmals auch Fingersätze, die jetzt davon abweichen, wie wir vorher unsere Melodie gegriffen haben. Man kann dafür solche Schleifer rüberziehen. Ich habe euch ein paar charakteristische Musette-Abwärtsläufe hier eingefügt. Und auch diese typische Musette-Dreierbewegung darf nicht fehlen. Oben pendle ich mit zwei Akkordtönen und unten spiele ich die Hauptmelodie. Auch diese kokette Rhythmik ist typisch für Java und französischen Musette. Und am Ende eine chromatische Tonleiter, um das Ganze schön ins Ziel zu fahren. Die zweite Variation ist dann jeweils mit Wechselnoten aufgebaut, dass ich die Melodietöne unten wiederhole und oben noch triolisch eine Wechselnote dabei habe. Am Ende wieder ein charakteristischer Musette-Lauf. Und schon seid ihr richtig schön nach Frankreich gereist für einen Geburtstag. Fünftes Style, unser Jazz Waltz. Dafür verwende ich links eine Begleitung, die abwechselt zwischen zwei punktierten Viertelnoten und drei Vierteln. Ein Dreiertakt, also in zwei punktierten Vierteln aufgeteilt. Er gibt diesen Groove und ich drücke dafür immer ganz gern Doppelgriffe. Kann dafür auch mal in den Quintbass wechseln, um eine kleine Variation zu erhalten. Ich empfehle euch, dass ihr da einen Puls in euch spürt für die 3 und dann eben zwischen den zweiten und dem dritten Schlag euren Basston in den punktierten Viertel setzt. Mit der Melodie rechts. Kommt ihr auf folgende dufte, jazzig klingende Melodie. Ich nehme auch gern hier und da Halbtöne mit, um die Melodie ein bisschen zu intonieren. Das macht sich super. Und auch zu dieser Grundform habe ich eine Variation in typischer Jazz-Manier. Und die klingt dann so. Nochmal komplett Thema und Variation von dem Jazz Waltz in ein bisschen schnellerem Tempo.
Happy Birthday! Ihr könnt es bestimmt schon nicht erwarten, bis das nächste Mal ein Geburtstag ansteht. Viel Spaß mit eurem Akkordeon und bis zum nächsten Tutorial. Euer Matthias.